16. Aha. Naja, da sieht man sie doch relativ eng beieinander mit dem Herrn Kusik. Hm? Das kann überhaupt nicht sein. Wieso gibt's ein Foto? Ich hab dir so vertraut. Ich hab nie was mit Jennifer gehabt. Hör auf, ich will nichts mehr hören, wirklich. Aber da war wirklich nichts. Das kannst du jetzt noch so oft behaupten. Deine Freundin hat endlich auch gesehen, was du für ein Schwein bist. Ich würde cool, ich hab dir einfach vertraut, ja, dass alles aus der Luft gegriffen ist und du nichts mit 16-jährigen Teenagern anfängst. Was zum Teufel wird hier eigentlich gespielt? Die versuchen mich doch gerade wieder mit irgendeinem miesen Trick reinzureiten. Ach, ja, ja. Also Entschuldigung, also die Situation, in der Sie da zu sehen sind auf dem Foto, die kommt mir doch schon ziemlich eindeutig vor. Was ist denn da zu sehen? Das kann überhaupt nicht sein. Ich will ja sofort das Foto sehen. Das Fabian, hat das Mädchen recht? Du weißt, dass ich dir vertraue und dir glaube, aber sag mal was. Fabian, gib doch jetzt einfach zu, dass du auf mich gestanden hast. Und auf die anderen Mädels auch, sonst hättest du das Foto nicht unter der Dusche gemacht. Gut, ich zeig's Ihnen jetzt einfach mal. Ich will jetzt sofort das Foto sehen. Moment, ich kann's Ihnen ja allen hier groß auf dem Bildschirm zeigen. Das ist doch garantiert irgendeine billige Fotomontage. Schauen Sie es doch einfach mal an. Naja, also wie eine Fotomontage sieht das nicht gerade aus, aber irgendwie so eindeutig finde ich das auch nicht, Herr Vorsitzender. Wenn man da mal genauer hinguckt. Das verstehe ich nicht hier. Na, das sind Sie ja wohl, oder? Das bin ich, aber... In welche Situation war das? Ich kann mich an die Situation gar nicht erinnern. Ja, Sie wirken auch nicht besonders wach, wenn ich das mal so sagen darf. Also mit Verlaub, das schaut eher danach aus, als wären Sie da hackedicht oder vielleicht sogar unter Drogen stehend. Haben Sie das Foto selber gemacht? Sagen Sie mal. Ja, ja, das habe ich als Erinnerung für den schönen Abend gemacht. Ja, oder vielleicht als Druckmittel, weil so sieht das für mich aus. Ja? Das sieht nämlich nicht sehr natürlich aus. Nehmen Sie einfach mal wieder Platz. Das Foto mit dem Handy würde ich ganz gerne aber mal noch hier behalten. Also Frau Staatsanwältin, sagen Sie auch mal was, das ist doch jetzt keine Frage. Jetzt lassen wir mal, bei welcher Gelegenheit ist denn das Foto entstanden? Erklären Sie es doch mal. Oh, das war beim letzten Vereinsfest. Da haben Fabian und ich den ganzen Abend gequatscht. Da müsste ich mich doch dran erinnern. Oh, ich bin mir sicher, dass du dich an jede einzelne Sekunde erinnern kannst. Jetzt hör doch einfach auf, die ganze Zeit zu lügen. Und dann konntest du dich nämlich auch dran erinnern, wie es passiert ist. Was ist dann passiert, Fabian? Ja, der tollste Kuss meines Lebens. Es war ein magischer Moment. In deiner Fantasie vielleicht. Ach, egal, was der Fabian sagt. Da ist was Tolles zwischen uns entstanden. Sieht man ja. Bitte, Katrin, du musst mir glauben. Ich weiß nicht, wie das Bild entstanden ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es sicherlich nicht freiwillig gemacht. Du musst dazu stehen, ja? Ich glaube dir nicht mehr. Das heißt denn, nicht freiwillig? Wollen Sie jetzt ernsthaft behaupten, dass eine 16-Jährige Sie zum Knutschen gezwungen hat, oder was? Nein, aber ich weiß noch, ich habe an dem Abend auf jeden Fall zu viel getrunken und... Ja, Alkohol lasse ich sicher als Ausrede gelten. Mhm. Ja, aber Alkohol ist zumindest eine Erklärung. Und wie man hier sieht, ist das wirklich keine natürliche Aufnahme. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Sie ganz schön durchtrieben sind, werte Jennifer. Und deswegen glaube ich auch, dass Sie durchaus dazu fähig gewesen und in der Lage gewesen wären, ihn mit einem Elektroschocker niederzustrecken. Guckt. Wollen wir es mal ganz analytisch betrachten. Beweisen tut dieses Foto nur, dass die Zeugin mit ihrer Backe und ihrem Mund in der Nähe des Mundes des Zeugen Kusik war. Sonst ist damit gar nichts bewiesen. Ne? Alles andere werden wir versuchen rauszukriegen. Gibt es noch Fragen an den Zeugen hier? Dann bleiben Sie unvereidigt. Genauso bleibt die Frau Böhme unvereidigt. Tina Wolf, bitte. Ich hätte ja direkt auf die Nüsse gezielt. Tina! Ja, ist doch wahr, der Typ ist voll eklig. Im Moment, so geht das ja mal überhaupt nicht. Ich verstehe absolut, dass euch die Fotos geschockt haben, aber beschwert euch bei der, die sie gemacht hat. Ich war es jedenfalls nicht. Also, jetzt eins nach dem anderen erstmal. Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißt Tina Wolf, 16 Jahre alt, Sie wohnen in Griesberg, Sie sind ledig, Schülerin. Ja. Und Sie sind die Nichte der Angeklagten. Als Nichte müssen Sie nicht aussagen. Doch, ich möchte auch sagen. Sie wollen aussagen. Sie waren ja auch auf der Geburtstagsfeier von Jennifer im Vereinsheim dabei, oder? Genau, ja. Ich habe sie als beste Freundin halt ausgerichtet. Und ich wollte halt, dass sie eine schöne Feier kriegt. Ja, ich nehme an, alle haben sich die Feier anders vorgestellt, als sie dann letzten Endes verlaufen ist. Immerhin wurde ihr Ex-Trainer da direkt vor dem Vereinsheim mit dem Elektroschocker niedergestreckt. Ja, geschieht ihm auch recht. Ich fühle mich heute noch benutzt. Hm. Passiert ist das Ganze so ziemlich genau in den 5 Minuten nach 7:30. Hat da jemand mal den Saal verlassen? Ja, meine Tante hat den Saal verlassen. Sie wollte eigentlich den Geburtstagskuchen holen. Und als sie dann nach 10 Minuten immer noch nicht wieder da war, haben wir uns halt gewundert.
Zu der Zeit habe ich hier draußen schon versucht, Fabian wieder das Leben zu retten. Ja, ich bin dann raus und habe mich halt gewundert und bin dann raus zu ihr. Und ja, dann hat sie schon total schockiert geguckt. Sie hat wohl gehofft, Herrn Krusig erfolgreich wiederbeleben zu können, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommt, damit sie unerkannt bleibt. Aber dafür war es nun zu spät. Das war unmöglich. Das stimmt nicht. Haben Sie schon mal versucht, jemanden wiederzubeleben? Sie sind so abgeschaltet und achten gar nicht auf Ihre Umwelt. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Sie mittlerweile an mich herangetreten waren. Als Sie so einen spitzen Schrei von sich gelassen hat, da hätte sich jeder andere auch erschreckend dann erschrocken geguckt. Wie hat sich Ihre Tante denn anschließend verhalten? Also meine Tante hat gesagt, ich soll wieder reingehen zu den anderen und warten, bis der Notarzt da ist. Frau Wolf, alle Spielerinnen waren doch wegen dieser Geburtstagsfeier in diesem Gemeinschaftsraum. Alle Spielerinnen, bis auf die Jennifer, nicht wahr? Ja, richtig. Die habe ich im Nebenraum eingesperrt für den Überraschungseffekt. Die anderen haben dann so lange die Girlanden und so aufgehangen. Und in diesem Nebenraum hätte sie den irgendwie verlassen können, von innen öffnen können die Tür? Nein, weil ich den mit dem Schlüssel von meiner Tante zugeschlossen habe und den Schlüssel von außen habe stecken lassen. Aber dieser Nebenraum hat doch sicherlich ein Fenster, oder? Ein Fenster, das den ungehinderten Blick auf die Einfahrt und den Parkplatz erlaubt. So, und jetzt, Fräulein Jennifer, verraten Sie mir doch mal, ob Sie ihn gesehen haben, wie er eingefahren ist und aus dem Auto ausgestiegen ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Ich stand die ganze Zeit an der Tür und habe mit der Tina geredet. Ich habe nicht gesehen, wie die Frau Fehling auf ihn losgegangen ist. Das also habe ich schon mal gesagt und es ist so. Und selbst wenn Frau Brehme durch das Fenster geklettert wäre, wäre sie niemals unbemerkt zu diesem Elektroschocker gelangt. Und ich lege meine Hand für Jennifer ins Feuer. Außerdem habe ich die ganze Zeit mit ihr geredet. Entschuldigung, das war aber vor der Party, ja? Spätestens danach, oder nach der Konfrontation, wusste sie, dass er mit ihr noch ein Hühnchen zu rupfen hatte, ja? Und sie wollte sich dann einfach wappnen und hat sich dann schon mal den Elektroschocker geschnappt, nicht wahr? Sie reden so viel Schwachsinn. An dem Abend, an dem Tag, wollte ich nur meinen Geburtstag feiern. Fabian war mir so egal. Ich mach doch wegen so einer kleinen Sache nicht so einen Riesenaufriss. Ach, hören Sie einfach auf. Sie hatten mindestens eine Minute Zeit, ja, durch dieses Fenster rauszuklettern und unbemerkt wieder hineinzuklettern und in der Zwischenzeit die Tat zu begehen. Nein, können Sie nichts dazu sagen? Ich war das und Sie? Nicht. Wir haben uns die ganze Zeit unterhalten. Ich habe ihr dann gesagt, sie soll bis 100 zählen. Das heißt, Sie hätten gemerkt, wenn da niemand mehr in dem Raum ist? Ja, natürlich. Sie war vielleicht maximal eine halbe Minute still. Also eine halbe Minute hätte mir schon gereicht. Ja, nee, also sie hat ja gesagt, sie zählt bis 100 und ihr war es dann halt zu langweilig und sie wollte leise weiterzählen. Wissen Sie, was ich glaube? Sie schützen sie. Einfach, weil sie es für gut heißen, dass sich endlich jemand mal gerecht hat. Vor allem für die Fotos, die ja auch Sie kompromittiert haben. Das ist total abwegig. So abwegig ist es nicht. Herr Kollege, haben Sie dafür auch irgendwelche Beweise? Ja. Frau Brehme hat ja schon vorher von dem tollen Zusammenhalt vorgeschwärmt. Aber ich kann Ihnen eins sagen, Sie verschwenden Ihre Loyalität. Denn Frau Brehme hat Ihnen und vor allem Ihnen übel mitgespielt. Was soll das denn heißen? Das ist doch total abwegig. Sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, dass nicht er die Fotos gemacht haben könnte, sondern die Frau Brehme? Ach was? Ja? Jenny war nicht mehr verliebt in Fabian als wir anderen auch, ja? Und sie hätte sich an drei Fingern abzählen können, dass das denen nichts wird. Ich meine, allein schon wegen dem Altersunterschied. Und sie fängt bestimmt nicht so einen Rachefeldzug an wegen sowas. Bisschen mehr muss da wohl schon gewesen sein. Immerhin gibt es ein Foto, das die beiden doch in sehr vertrauter Zweisamkeit zeigt. Was denn für ein Foto? Ich weiß von keinem Foto. Das finde ich allerdings seltsam, weil die Jennifer Brehme hat vorhin gesagt, dass dieses Foto auf der letzten Vereinsfeier entstanden sei. Da waren Sie doch sicher auch. Und das würde mich dann sehr wundern, wenn Sie als engste Freundin von Jennifer Brehme davon gar nichts mitbekommen haben, ja, was da zwischen den beiden lief. Ich weiß auch nicht, was und ob da überhaupt was gelaufen ist. Ja, da ist auch nichts gelaufen. Sie hat mich doch nur fotografiert, nachdem ich zu viel getrunken habe. Fabian, kleine Göre. Lüg doch nicht rum. Du hast mir davor noch gesagt, dass du mich süß findest. Und dann haben wir uns ganz zärtlich geküsst. Ich glaube, du spinnst. Warum hast du mir nie was davon erzählt? Ich dachte, du bist meine beste Freundin. Ja, ich hatte Angst, dass ihr alle neidisch reagiert. Ach, bei euch auf der Party lief nichts. Erzähl doch keine Märchen. Tina, da lief wirklich was. Und das ist auch der Grund, warum ich danach so down war, als er nichts mehr von mir wissen wollte. Also ich glaube, Fabian, da lief nichts. Ich habe ihn an dem Abend sogar noch gesehen. Und das war nicht mal spät, das war vielleicht 11 Uhr abends. Doch, und in welchem Zustand war er denn da? Ja, also der lag in einer Umkleide in der Ecke, der war schon total beschwipst, also der war hinüber für den Abend. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Ich weiß nämlich auch noch, dass ich an dem Tag auf der Arbeit tierisch Stress hatte. Ich bin kaum dazu gekommen, mal was zu essen. Und der Alkohol muss mich total weggeballert haben. Jetzt wird mir alles klar. Also Jennifer war sich ihrer Sache total sicher, dass Fabian von ihr was möchte und dass er sie hundertprozentig süß findet, das hat sie mir noch gesagt. Und er wird auch nichts anderes behaupten. Womit sie wohl auf diesen Partyschnappschuss angespielt hat, nicht wahr? Ja, da war Jennifer ganz schön eingebildet. Wie haben Sie denn konkret auf ihr Geständnis, dass sie
toll finde, dass es sie lieb hat. Wie haben Sie da konkret darauf reagiert? Ja, ehrlich gesagt, habe ich sie ausgelacht. Anders kapiert sie es ja nicht. Das ist ja mal eine klare Ansage, ausgelacht zu werden. Und wenn sie ursprünglich vorgehabt haben sollte, ihn mit diesem Foto da zu überzeugen, dann hat sie es halt gelassen. Gleichzeitig wird sie die Reaktion ganz schön erschüttert haben. Und zwar so sehr, dass plötzlich zwei Tage später diese Duschfotos aufgetaucht sind. Jetzt bleiben wir aber nochmal bei der besten Freundin von Jennifer. Wussten Sie eigentlich, dass es Jennifer war, die diesen anonymen Anruf getätigt hat, der dann alles ins Rollen gebracht hat? Du hast den Anruf getätigt. Du warst doch genauso überrascht wie wir. Ja, da hat sie Ihnen wohl was vorgelogen. Sag bloß, du hast die Fotos gemacht und alles nur erfunden, um Fabian eins reinzuwürgen. Also ich glaub's nicht, ey. Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen, ja? Ich war total enttäuscht von Fabian, ja? Er ist echt vom Traummann zum Ekelpaket mutiert. So, der ganze Club hat uns ihr habt doch alle keine Ahnung, ihr habt's verdient. Das klingt für mich, als hätten Sie tatsächlich diese Fotos auf seinem Handy gemacht. Meine Fresse, ja, hab ich gemacht. Und zwar nur. Ich hab's nur gemacht, weil er mich behandelt hat, wie als wäre ich ein Kind. Und ich bin kein Kind mehr, okay? Ich war so wütend auf mich und dann hat er auch noch zu mir gesagt, dass ich mich an meinen Sandkastenfreund halten soll, wenn ich wuschig bin. Ich meine. Okay, das war nicht besonders nett, aber... Das war einfach nur unter aller Sau. Ja, aber du verstehst es ja auch nicht anders. Jetzt bleiben wir doch mal bei der ganzen Geschichte. Das heißt auch, dass dieses Knutsch-Foto gefaked war, Ja, es war gefaked. Wie ist das denn entstanden? Als er geschlafen hat. Das ist natürlich alles andere als fein, würde ich mal sagen, oder? Gemeine Geschichte, oder? Nein, es war berechtigt. Und das rechtfertigt auf keinen Fall. Also ich meine, es ist auch gemein, wie er sich verhalten hat, wie er sie hat abblitzen lassen. Ja? Aber das rechtfertigt auch in keiner Weise, ihre ganzen Mitspielerinnen hier bloßzustellen, oder? Nur weil sie mit dem Ganzen nicht umgehen können. Hast du eigentlich eine Ahnung, ey, was das für ein beschissenes Gefühl ist, wenn der ganze Ort einen wie einen Aussätzigen behandelt? Ja, nun mit Jennifers Aussage dürfte ja ihr Ruf jetzt wieder rehabilitiert sein, oder nicht? Naja, hoffentlich. Nee, geht es nicht immer. Du bist echt eine miese Schlange, wirklich. Ey, ich dachte, wir wären beste Freundinnen, ja? Und dann sowas, ey, ich habe mich wochenlang nicht in den Verein getraut, ja? Weil ich nicht wusste, wer die ganzen Bilder schon gesehen hat, ja? Und die ganzen Blicke von den anderen, ja? Ey, das war echt eine schlimme Zeit und alles nur wegen dir. Die hat alle ganz schön verarscht, ey. Alle zusammen. Und den Stromschlag, habe ich den auch dir zu verdanken? Hey, jetzt spinnst du aber richtig. Ich lass mir sicher nicht alles anhängen jetzt. Was weiß ich denn, was denn dir vorgeht? Ich trau dir inzwischen alles zu. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Haben Sie das Elektroschockgerät meiner Mandantin geklaut, um sich an ihm zu rächen? Ich war das nicht. Mhm. Sie haben aber für mich das stärkste Tatmotiv. Ja? Und ich meine, Sie haben schon vorhin gezeigt, wie durchtrieben Sie agieren können, wie heftig Sie agieren können, wie irrational. Es ist doch noch gar nicht gesagt, dass es Jennifer gewesen sein muss. Wir hatten im Endeffekt alle eine Mordswut auf Fabian. Es hätte jeder gewesen sein können und die halten alle dicht. Da werden wir niemals rankommen, wer es gewesen sein wird. Spinnst du? Das war keine von uns. Du brauchst doch nur einen Sündenbock. Jetzt bleiben wir noch mal bei Ihnen, Tina. Haben Sie vorhin die Wahrheit gesagt, also die Situation da, als sie sie eingesperrt hat in dem kleinen Raum? Also ist das richtig oder hätte sie vielleicht doch die Möglichkeit gehabt, mal kurz rauszugehen oder rauszuklettern? Also ich hätte total Lust, sie jetzt so richtig auflaufen zu lassen, aber es stimmt, was ich vorhin gesagt habe, sie war wirklich nur eine halbe Minute. Entschuldigung, mehr Zeit hätte sie doch auch gar nicht gebraucht. Ich meine, da aus dem Fenster zu kraxeln und da die paar Meter über den Parkplatz zu laufen, ist doch eine Sache von wirklich wenigen Sekunden. Und dann jemanden mit einem Elektroschockgerät eins überzubrezeln, das dauert doch auch noch ein paar Sekunden. Ich war's nicht, ich war's wirklich nicht. Tina kann sich doch auch verschätzt haben. Ich meine, dann war es halt nicht eine halbe Minute, dann war es halt vielleicht eine Minute. Aber jetzt geben Sie doch endlich zu, dass Sie den Herrn Krusig mit dem Elektroschockgerät niedergeschreckt haben. Oh mein Gott, ich wollte es ihm heimzahlen, aber ich hatte ihm niemals wehgetan. Also kommen Sie, wieso sollte Ihnen hier noch überhaupt jemanden glauben? Wir haben ja gehört, wie Sie sich hier bisher in Lügen verstrickt haben. Ich war... Beruhig dich, Jennifer. Ich will das so nicht mehr. Wie, Sie wollen das so nicht mehr? Was heißt, was wollen Sie damit sagen? Ich war's, ich hab Fabian geschockt. Entschuldigung, Sie brauchen jetzt nicht hier auch noch den edlen Samariter spielen, ja? Es ist wahr, Jennifer hat nichts getan. Ich war stinkwütend. Ich hatte ihm noch gedroht, er soll sich verziehen, weil ich ja sonst die Polizei rufen würde. Dann steht er da mit seinem Handy. Natürlich bin ich im ersten Mal wieder aufgegriffen, ausgegangen, dass er sich einfach an irgendeins der Mädels wieder ranmachen kann. Bevor er das konnte, wollte ich ihm so schön einen Schuss vor den Bug setzen. Ja, bin dann hin und habe ihn niedergestreckt. Ich konnte nicht wissen, dass er eine Herzschwäche hat. Das hätte ganz, ganz übel ausgehen können, Mann. Ja, ich weiß mittlerweile, dass Fabian es nicht gewesen ist. Ja, ein bisschen spät die Erkenntnis. Mein Ruf ist ruiniert. Sie haben ja vorhin die gesamte Zeit ihm massive Vorwürfe gemacht für diese angeblichen Fotos da von den Mädchen.
Das wissen wir inzwischen auch. Die hat nicht er gemacht. Hm? Das stimmt. Ich hätte die Hintergründe vielleicht etwas genauer hinterfragen sollen, bevor ich geurteilt habe. Naja. Und selbst wenn, dann wäre es sicher kein Grund gewesen, ihn mit dem Elektroschockgerät zu malträtieren, oder? Nein. Weitere Fragen noch an die Tina Rolf? Dankeschön. Keine Dank. Sie dürfen den Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Genauso der Frau Bremel bleibt unvereidigt, der Herr Gussig bleibt auch unvereidigt. Wir haben noch einen Bundeszentralregisterauszug angegangen. Sie haben ja eine Vorstrafe. Die kommt hiermit zur Verlesung. Eine Eintragung. 6.7.2010, Amtsgericht München. Gefährliche Körperverletzung, 8 Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, 3 Jahre Bewährungszeit. Das heißt, Sie stehen auch unter offener Bewährung. Irgendwelche Erklärungen noch? Damit schließe ich die Beweisaufnahme. Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, meine Güte, was für menschliche Abgründe. Herr Krusig, das Opfer, behauptet hier, professionelle Distanz zu seinen schutzbefohlenen Mädchen seiner Mannschaft zu wahren, betrinkt sich aber auf einer Party mit denselbigen dermaßen, dass er sich gar nicht daran erinnern kann, ob er mit einer von ihnen eine heftige Küsserei hatte oder nicht. Ja, und die Angeklagte, ebenfalls in didaktischer Hinsicht ein Totalausfall, hat hier einfach mal kurz in Selbstjustiz Herrn Krusig mit ihrem Elektroschockgerät niedergestreckt. Einfach nur aufgrund von Vorurteilen und Voreingenommenheit. Großartig. Und über die Konsequenzen hat sie sich auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber das spielt hier auch gar keine Rolle. Insbesondere spielt es auch keine Rolle, dass die Angeklagte nicht wusste, dass hier das Opfer eine körperliche Voreingeschränktheit hatte und deswegen das Elektroschockgerät massivere Auswirkungen brachte, als sie erwartet hatte. Damit muss sie nämlich, wenn sie so ein Gerät einsetzt, rechnen. Ja. Und dann haben wir auch noch, trotz der Wiederbelebungsversuche, die Tatsache, dass die Angeklagte vorbestraft ist. Ich beantrage daher die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger. Herr Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, ich muss Ihnen ja an einigen Punkten recht geben. Es war sicherlich Selbstjustiz hier und das darf man auch nicht unterschätzen. Und natürlich war das nicht richtig. Aber man muss immer hinterfragen, wie kam es denn zu dieser ganzen Sache? Und das muss sich auch hier strafmildernd auswirken. Denn letzten Endes standen hier Fotos, Nacktfotos von 15- bis 16-jährigen Mädchen im Raum. Und sie dachte eben, dass der Herr Krusig dafür verantwortlich war. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen wäre, wenn Nacktfotos von Ihnen aufgetaucht wären, Frau Staatsanwältin. Mich hätten Sie zwar elektrisiert, aber Sie vielleicht nicht. Deswegen beantrage ich hier nochmal, die Augen beide zuzudrücken. Es kann durchaus bei der Strafe von 1 Jahr und 6 Monaten bleiben, aber die sollte doch bitte zur Bewährung ausgesetzt werden. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Frau Fehling, so, jetzt ist es an Ihnen. Sie können als allerletzte hier noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich war sauer, ich habe überreagiert, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich wusste auch nichts von seinem Herzfehler. Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Sonja Fehling ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung. Paragraphen 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2 und 3 Strafgesetzbuch. Es wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt, der in Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Der sichergestellte Elektroschocker wird eingezogen. Die Kosten des Verfahrens trägt die Angeklagte. Nehmen Sie bitte Platz. Dann ergeht noch der Beschluss. Die Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Der Angeklagte wird auferlegt, an den geschädigten Fabian Krusig ein Schmerzensgeld von 4.000 Euro zu bezahlen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung sind sich offensichtlich einig, dass hier eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten angemessen ist, in Anbetracht der Gefährlichkeit dieses Elektroschockers, in Anbetracht dessen, was tatsächlich passiert ist, bin ich derselben Meinung. Sie, Frau Staatsanwaltin, haben völlig recht, dass hier normalerweise ohne Bewährung hier geurteilt werden muss. Sie sind einschlägig vorbestraft. Und auch beim letzten Mal war es ein Elektroschocker. Und auch da hat man ihnen schon gesagt, so geht's nicht und das ist gefährlich und das ist kein Instrument, was man benutzen kann, um auf andere Menschen loszugehen. Und man hat ihnen gesagt, sie bekommen jetzt noch mal 3 Jahre eine Bewährung. Und was ist? Sie haben sich nicht bewährt. Da gibt's normalerweise keine Bewährung mehr. Und der Verteidiger argumentiert hier gerade noch mal Bewährung und zwar wegen der Vorgeschichte, wie es zu der Tat überhaupt kam. Aber Entschuldigung. Da war ein bloßer Verdacht. Sie haben halt gedacht, er habe die Mädchen ihrer Mannschaft bespannt, er habe da die Fotos gemacht und er wäre wieder auf dem Vereinsgelände gewesen, um erneut sowas zu tun. Alles war falsch. Nichts von alledem hat gestimmt. Ja? Und vor allem, selbst wenn es gestimmt hätte, ist das denn ein Grund, mit dem Elektroschocker auf jemanden loszugehen? Da bin ich wieder beim Punkt wie vorhin. Das hat man Ihnen schon mal erklärt, dass das kein Grund ist. Ja? Was hätten Sie tun müssen? Ihn anzeigen. Der hat ein Hausverbot. Hätten Sie ihn angezeigt, dann hätte man das alles klären können. Ja? So, dann hätte man auch klären können, ob er zu Recht überall im schlechten Ruf stand, ob sein Ruf zu Recht ruiniert war.
Nein, Sie bekommen nicht wegen der Vorgeschichte Bewährung, sondern wegen dem Ausgang der Geschichte. Weil er es überlebt hat. Und weil er es nur überlebt hat, weil Sie ihn wiederbelebt haben. Das ist das, was ich Ihnen hoch anrechnen muss. Und ich muss ehrlich sagen, es wäre für mich wirklich trotz der Vorstrafe widersinnig, jemanden einzusperren, der dem Opfer das Leben gerettet hat. Ja? Ganz einfach. Aber eins ist klar, 2 offene Bewährungen, das ist die letzte Bewährungschance. Ja? Aber damit sowas nicht nochmal passiert, habe ich Ihren Elektroschocker eingezogen. Gegen das Urteil kann die Frau Staatsanwaltin allerdings noch innerhalb einer Woche Berufung und Revision einlegen. Nach ihrem Geständnis gab es noch ein zweites und das von Jennifer Breme. Ich muss schon ehrlich sagen, das ist ja nicht so außergewöhnlich, dass jemand für seinen Trainer schwärmt. Aber was sie daraus gemacht haben, um beim Fußball zu bleiben, so viele Eigentore in einem Spiel, habe ich noch nie gesehen. Ja, und dann gab es aber auch noch ein drittes Geständnis, und zwar das des Herrn Verteidiger, der sich hier geoutet hat, dass ihn Nacktfotos der Frau Staatsanwaltin elektrisieren würden. Von Franz Beckenbauer habe ich gelernt, Flachspielen hochgewinnen. Von flachen Witzen hat er nichts gesagt. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Ehrlich gesagt kann ich es verstehen. Die kleine Göre hat doch alle an der Nase rumgeführt. Ich bin bloß froh, dass es endlich vorbei ist. Ja, komm. Jennifer Breme wurde wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Das Verfahren gegen Fabian Krusig wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen wurde eingestellt.